Und ein wunderschönen herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge und der letzten Folge für diese Session von der American Truck Simulator. Immer noch Folge 33, Level 33. Also, merkt schon, wir werden noch ein paar Folgen brauchen, bis wir auf Level 36 sind. Wobei, gut, jetzt haben wir auch relativ viele kurze Strecken gemacht, weil wir nicht viel XP dazu bekommen haben. Muss man auch sagen. Ja. Ja. So. Was wir zuallererst machen wollten, hier. Ich stelle jetzt gerade mal die Frage. Ich meine, das hier sieht ja aus wie Straight Out of Compton. Ja? Das ist ja wirklich. Wie geil ist das bitte? So. Holy shit, Alter. Das sieht ja aus wie Tschernobyl. Wow. Was ich jetzt machen möchte. Wetter. Yeah. Ah, vielleicht, wenn es geht. Mal kurz. Gibt es hier keinen Nebel? Alter, wie hell das wird und wie dunkel das wird. Alter, holy shit. Aber gibt es hier keinen? Nicht so sagen kann. Ach doch, hier Nebel. Ja. Oh, gut. Linksklick war das. So, das ist doch. Digga. Like, what the fuck, dude? Alter. Okay, das ist schon epic. Das ist schon. Das ist schon, Alter. Boah. Die Szenerie hier gefällt mir echt. Das ist ja mal krank. Wo genau sind. Achso. Ah, kann ich jetzt. Ich habe schon viele Fotos. Achso, ich habe ja die ganzen Trophäen-Dinger hier. Ah, ja. Was ich eigentlich machen wollte, ist hier gucken, wo ach jo, okay, hier oben sind wir. Den Ort muss ich mir auf jeden Fall merken. Guck mal, jetzt ist das sogar ein Bettsymbol. Als wir angekommen sind, war da kein Bettsymbol, oder? Da war da nämlich gar kein Symbol. Ja, aber die Stelle muss ich mir merken. Das ist halt. Boah, ist das geil. Ich versuche mal. Ob ich mein LKW noch mal ein bisschen zurückschieben kann. Ungefähr so. Das ist halt schon. Hier reingehen kann man leider nicht, ne? Ne. Das wäre auch nochmal eine geile Optik gewesen, hier durchzugucken. Weg. Kann man vielleicht. Na, nee, es funktioniert nicht. Also erstmal als alles ist mal wieder Setting hier. Oh ja, die haben jetzt. Alter, die haben jetzt. Boah. Digga! 13 alleine in der Sonne. Oder gibt es hier auch nochmal? Da kam ja einiges dazu. Wie viele sind es? 10? Ja, 10 Stück. 23 verschiedene Settings. Ich weiß gar nicht, früher waren es glaube ich irgendwie nur 12 oder sowas. Also nochmal verdoppelt. Das ist schon ordentlich. So, die 5 ist das mit dem starken Nebel.
Ja, okay, also plus die 5. Gut. Ja, das ist halt. Boah, das ist halt die perfekte Location dafür. Alter, ist das krass. Oh, ist das. Ah, ich mal gucken. Oder von der anderen Seite. Dass man so schön den hat, so einen Mikroschriftzug sieht. Gesamtsetting ist so krass. Ist das geil. Oh ja, genau. Das war ja auch die Zeit, die wir in der Stadt hatten, wo es extrem neblig war. Ist das geil. Oh, ich liebe dieses Spiel so sehr. Allein für dieses Szenario gerade. Ist das geil. Alter, bitte mehr davon. Bitte mehr davon. Das ist halt genau das, was ich brauche. Ich meine, ich habe ja schon öfters mal gesagt, dass die Maps so gut ausgearbeitet sind, dass man hieraus locker alles machen könnte. Train Simulator, no problemo. Schiffssimulator, no problemo. Alles. So, die Engine gibt's halt einfach her. Die Szenerie gibt's halt einfach her. Ja, du musst natürlich darauf achten, dass du natürlich andere Straßen hast. Das heißt, du musst andere Sachen ausgestalten. Ne? Aber einfach so von der Machart her wäre das auch prädestiniert für alle Art von Simulatoren. Gut, außer vielleicht Flugzeugsimulator, weil da brauchst du ja wirklich, da musst du wirklich alles ausmodellieren. Ne, weil bei Schiff kannst du sagen, okay, du brauchst nur das machen, was du halt vom Wasser aus siehst. Bei Zügen sogar nur das, was du vom Gleis aus siehst. Ne, das ist also sogar noch einfacher als im LKW. Vielleicht das beim LKW ist ja kreuz und quer fahren kann, sag ich jetzt mal. Muss ja sogar schon ein bisschen mehr ausmodellieren, aber auch da hast du ja quasi bloß die Straßen. Beim Flugzeug, du wirst aber alles von oben sehen, das heißt, da müsst du wirklich alles ausgestalten, was definitiv viel zu viel Arbeit wäre. Aber wie gesagt, Train Simulator, Boot Simulator, also Schiff Simulator, überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, mittlerweile habe ich letztes Gefühl. Alleine vom Grafischen, du kannst halt in dieser Engine halt wirklich alles machen. Selbst fucking Horror Games. Allein vom Grafischen her. Das ist so gut einfach. Oh mein Gott. Ich habe schon wieder 8 Minuten nur rumgeschwärmt. Das gibt böse Post. Jetzt kommen wir von dem grauen Nebel in wunderschön blau-grüne Landschaft. Ja, moin. Hey, da. So. Erstmal Musik machen. Das ist halt geil. Ja, ich glaube, die Bilder werde ich dann nachher mal in meinem privaten. Beziehungsweise. Ah, ich wüsste leider nicht, wo ich sie öffentlich hochladen soll. Auf meinem. Ne, in mein Discord für meinen Minecraft-Server, da haben sie ja thematisch nichts zu suchen, so. Wobei, SCS-Software selbst hat ja auch einen Discord-Server. Da könnte ich sie zum Beispiel hochladen als Screenshots. Ja, keine Ahnung, also. Geil. Ich meine, ihr könnt solche Bilder auch selber machen. Habt ihr gesehen, vielleicht das geht. Ne, einfach auf. Aua. Einfach auf Sonne 5 gehen. Und dann halt irgendwie so 5 bis 7 Uhr irgendwie eine Zeit einstellen, so in dem Dreh. Und dann habt ihr diese wunderschöne Landschaft.
Wobei, die arbeiten ja hier also da ist nicht nur die Zeit und das Wetter bestimmt, sondern auch die Location, wo du bist. Ne, dass wenn du also im Gebieten bist, wo es feucht ist, kann es sein, dass du jetzt hier halt Nebel hast. Wenn du die gleichen Einstellungen aber in Nevada machst, wo halt Wüste ist, kann es sein, dass du da dann keinen Nebel hast. Ja, selbst auf solche Sachen achtet mittlerweile SCS-Software. Dass du wirklich in verschiedenen Regionen verschiedene Wetterphänomene hast. Das wird nichts. Ich habe mal darauf vertraut, dass mir die Gleise schon nichts tun und hat geklappt. Hatte schon gedacht, dass die Gleise, weil ja die linken Räder komplett einfach übers nackte Gleis gefahren sind, da werden im echten die locker die Achsen weggebrochen. Hier im Spiel geht's aber. Was ist das denn da? Achso. Ein Düngersprühzeug. Der sprüht die Straße voll. Hier sollen keine Sachen wachsen. Was ist mit dir los? Hat Lack gesoffen oder was? Ich frag mich. Es wäre geil, wenn SCS-Software einfach mal wirklich so eine Ghost Town baut. Ich meine, es gibt es ja irgendwo in Nevada tatsächlich. Oder was liegt Nevada? Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube schon Nevada. Da gibt es ja richtig Ghost Towns. Und einfach mal sowas hier auch zu bauen. Meinetwegen auch so komplett wieder so als Secret Map, wo du halt normal nicht hinkommst. Weil macht auch Sinn, weil ein normaler LKW-Fahrer würde in seiner normalen Schicht da in sowas natürlich nicht lang fahren. Voll Straßen und Scheiße und Firmen gibt es ja eh keine, wo du Fracht hinbringen kannst. Oder abholen kannst. Aber eben so als kleine Secret-Route wäre das schon ganz geil. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar sowas wie Greier. Und ich hab's noch nicht gesehen. Also. Nachdem ich diese Tankstelle gesehen habe, traue ich denen alles zu. Denn die war scheiße geil. Ich hab ein Filet. Oh, bitte kein Auto von vorne. Ach ja, eine Rechtskurve überholen. Beste. Oh nein, Linksabbieger. Warum ist Linksabbieger? Ah, Flucht, ey. Scheiße, ey. Wo bremst der?
Aha. Linker, rechts kann ich nicht überholen mit dieser letzten Baustelle, die da gerade war, oder diese Hütchen, die da standen, keine Ahnung. Und links kam die Fuck, ja, war ja wieder klar. Oh, da hinten ist ein großer LKW. Oh, dann in die Straße. Das ist eigentlich so das Beste. Diese langen, geraden Straßen, wo du einfach links und rechts nur Landschaft hast. Oh, sowas könnte ich halt stundenlang lang fahren. Und das ist halt genau das, was ich halt so meinte, ne? Ich meine, ich habe jetzt hier gleich 4 Stunden aufgenommen, ja? Und wir rasen hier letztendlich einfach nur durch. Wenn man wirklich so langsam fahren würde, um all diese schönen Details hier links und rechts überall genießen zu können. Du wolltest allein für ein DLC den ganzen Tag. Naja, mehr als ein Tag. Aber halt mindestens einen Tag, so. Und dabei rede ich jetzt, wie gesagt, hier von dem DLC. So ein DLC wie Texas zum Beispiel, was ja riesig ist. Da brauchst du eine Woche, um da wirklich alle Sehenswürdigkeiten, also um wirklich alle Stellen einmal bewundern zu dürfen. Das ist so abartig, wie groß das Ganze hier eigentlich ist. Ja, das ist schon echt geil. Ah, ich glaube, da vorne pennen wir gleich mal. Denn unser Bett ist schon ganz schön voll. Und wieder über 500.000. Ah, was hast du gesagt, was Late Game? Du brauchst dir halt finanziell um nichts mehr Sorgen machen. So, wir haben das Spiel halt wirklich schon durchgespielt. Da kommt nichts mehr.
Tja, das Einzige, worauf ich mich schon ein bisschen freue, ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber was ich hoffe, was kommt, ist sowas wie dieses Canvas V100 Tuning Paket DLC, whatever. Das ist sowas entweder für alle berühmteren Modelle gibt, also wie zum Beispiel jetzt den LKW, den wir jetzt gerade fahren, also diesen Peterbilt, und halt bei ETS dann für Scania und Volvo zum Beispiel oder auch MRNs, wobei MRNs in der Tuning-Industrie weiß ich jetzt gar nicht, wie sehr die da so verbreitet sind, aber eigentlich auch schon, aber vor allen Dingen halt Scania. Dass es für die dann auch bald so DLCs gibt, genau darauf, dass man die auch so richtig schön fett tun kann. Alter, das Auto, was gerade überholt haben, das war ja schon fast so ein Wagen, wie der in Japan fährt. So ein ganz süßer Kleiner, der in jede Hose, in jede Hosentasche passt. Nee, aber dass wir sagen, so Tuning-Pakete für diverse LKWs gibt's oder SES richtig all-in geht und einfach ein Tuning-Paket für jeden LKW rausbringt. Dass du halt wirklich jeden LKW, den du kaufen kannst, auch richtig krass tun kannst. Und vor allen Dingen auch hoffentlich bald mal mit Unterbodenbeleuchtung. Digga, wie kann ein Spiel, in dem du LKW tun kannst, keine Unterbodenbeleuchtung geben? Verstehe ich nicht. Ich meine, mindestens jeder zweite LKW, den es da draußen gibt in der großen weiten Welt, der im Privatbesitz ist und getunt wurde, hat Unterbodenbeleuchtung. In Japan, in Amerika sogar 9 von 10 LKWs locker, die im Privatbesitz sind und getunt sind, haben Unterbodenbeleuchtung. Also wenn du auf YouTube nach getunten LKWs suchst, also oder allgemein so nach YouTubern, die so LKW fahren und privat auch einen LKW besitzen, und mit dem auch rundherum fahren. Die haben alle, die ich kenne, haben Unterbodenbeleuchtung. Also, das ist gehört dazu. Dass SES das doch nicht hat. Was ist das hier für ein Straßenverlauf? Dass SES doch für sowas noch nicht gedacht hat, kann ich ehrlich gesagt echt nicht verstehen. Das ist eigentlich so, wow. Oh, ein Friedhof. Cool. Das ist eigentlich ein Muss. Das verstehe ich bis heute nicht. Dass es hier keine Unterbodenbeleuchtung gibt. Ich meine, allgemein gab es bisher beleuchtungstechnisch jetzt nicht so viel. Nee, ich meine, wenn du die amerikanischen LKWs anguckst, die haben ja Bling-Bling überall. So, da leuchtet ja alles. Aber wie gesagt, dieses Tuning-Paket für den V100 von Canvas, da hat mittlerweile auch relativ viele Optionen für Lichtgeblinksel. Das heißt, ne, da ist schon im guten Bereich. Aber wie gesagt, es fehlt halt Unterbodenbeleuchtung. Das ist No-Go. Ich will erstens mal für jeden LKW Tuning-Paket haben, gehört zum Talk-Simulator irgendwo dazu, zumindest einer von dem Kaliber wie ATS oder ETS2, so, ja, weil du kannst hier so viele Sachen tunen, dann aber auch wirklich bitte All-In, so, und dann bitte auch Unterbodenbeleuchtung. Muss einfach, so. Ich meine, ich persönlich würde mir jetzt sogar noch viel wesentlich mehr wünschen, aber da weiß ich ganz genau, das wird nicht funktionieren. Zum Beispiel, dass du bestimmte Lichtanimationen hast, dass die Lampen nicht einfach nur an sind oder aus, sondern gerade wenn du halt sowas wie Unterbodenbeleuchtung hast, dass du da auch bestimmte Blinkmuster oder sowas einstellen könntest oder RGB-Effekte, dass du halt nicht einfarbig hast, sondern bunt blinken oder sowas. Aber sowas wirst du halt nicht hinbekommen. Ich meine, ich war ja schon verblüfft, als die das hier mit dem
Weihnachten 2022 diese LKWs da rausbringt. Glaube, gibt es jedes Jahr zu Weihnachten, wo du diese ganzen bunten Lichterketten dran hast an den LKWs. Aber das ist halt ein fester Skin, der so entwickelt wurde. Sowas universell zu machen, dass man sich selbst sowas an die Auflieger klatschen kann, glaube ich nicht, dass sowas so einfach machbar ist. Aber ganz ehrlich, Unterbodenbeleuchtung kann nicht so schwer sein. Also Unterbodenbeleuchtung muss einfach. Da bleibe ich knallhart. Solange es keine Unterbodenbeleuchtung gibt bei den LKWs, mindestens bei ATS, aber eigentlich auch bei ETS, ist das Spiel für mich nicht fertig. So. Ja. Hier ist auch schon wieder sowas Totes. Hier diese tote Brachfläche. Ach, ist das geil. Ich mag sowas. Das schafft so ein Charakter. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn halt alles nicht so schickimicki aussieht und ach, wir sind eine Nobelviertel, so hier glänzt alles, dann wirklich so ein bisschen so, ja, so ein bisschen runtergekommen. So Detroit-mäßig. Ah, ich mag das. Das finde ich sehr geil. Wie gesagt, wir müssen noch Ghost Town. Dann bin ich. So, dann habe ich halt alles gesehen. Achso, und ne, wie immer, wenn jetzt irgendjemand in die Kommentare schreibt, ja, aber Ronny, Unterboden gibt's doch so. Guck mal, hier ist eine Mod. Nee. Solche Sachen. Nein. Mods sind für Spielereien. So Sachen, die du mal probierst und danach wieder wegwirfst. Für Sachen, ich möchte das aber wirklich im Spiel haben. So im Main Game. So, es muss Bestandteil von dem gepflegten Hauptspiel von SES Software sein. Weil ich will keine Mod haben, wo ich dann nach jedem ATS Update gucken muss, ob die Mod überhaupt noch funktioniert, ob die Mod überhaupt noch gepflegt wird, sodass sie zur Not, wenn sie nicht mehr gepflegt wird, nach 10 Versionen gar nicht mehr funktioniert. Und ich dann alle meine Spielstände wegschmeißen kann, weil die LKWs dann fehlerhaft geladen werden oder Darstellungsfehler haben oder I don't know, was da alles passieren kann. Bei Mods kann wirklich alles passieren. Und deswegen, nein. Sachen, die ich möchte, müssen im Hauptgame integriert sein. Das gilt sowohl für Tuning-Pakete, sowie das für den W900. Als offizielles DLC, meinetwegen auch Kauf, so bei das Tuning-Paket für 900 ist ja kaufpflichtig, so du musst ja richtig kaufen, ne? Meinetwegen für jeden LKW, dass du den einzeln kaufen musst, ist mir völlig egal. Und auch das mit der Unterbodenbeleuchtung, auch das muss ins Hauptspiel rein. Es ist mir völlig egal, wenn es da draußen irgendwo eine Mod gibt, die genau das macht. Ich weiß nämlich, dass es sowas gibt, habe ich schon gesehen. Aber nein, ich will das wirklich als. Das Spiel muss das können, nicht irgendeine Mod. Ich habe noch 100 Meilen vor uns. Folgen wir jetzt schon eine halbe Stunde. Weil ja irgendjemand am Anfang der Folge immer erstmal irgendwie bei irgendeiner Tankstelle rumfotografieren musste. Oder irgendwelche Nebelscheinwerfer einschalten musste.
Wüsste gern, woher die her hatte. Digga, die gesamte Gebiet war eingegraut. Ist ja hier eine schöne Allee. Holy shit. Wow. Oh, also schon. Ah, schon wieder Coca-Cola. Oh, ein Kraftwerk oder ein Umspannwerk. Fahren wir auf der Autobahn rauf. Auf den Freeway. Aber wir sollten echt mal tanken. Oh, die Wolken sind schon wieder zu. Ah, ich weiß.
Mein Tank ist so leer. Er will, doch kann ich mehr. Zitat von den Nomine. Also, kein Wort, nicht das Zitat, aber... Oh, was hast du für dieses Fahrzeug da? Oh, ich hab einen Golfkart? Wie süß, will ich haben. Guck mal, ist der Tanke. Yay! Ist das schon Teil der City? Ja! Wir haben die letzte City erreicht. Oder? Ja doch, genau, das ist die City. Ja, ja. Wir haben alle Cities. Achso, jetzt kann ich gleich mal hier kurz zurücksetzen. Brauchen wir nicht mehr. So, so, ja, jetzt schnell tanken hier und dann stellen wir uns mal in die Parkgarage und parken dann mal in der Garage. Ja, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge, also wenn irgendwann mal wieder ATS dran ist, können wir zum Glück mal gucken, statt mal eine neue Garage zu kaufen, ob wir uns nicht, also eine Garage für Mitarbeiter, ob wir uns nicht eine Garage kaufen für uns und dann in der Garage tatsächlich einfach mal ein paar LKWs kaufen für uns und ja, da dann tatsächlich ein paar Kenworth 900 holen. Die würde man so richtig, mal richtig schick turnen und so. Ja, einfach eine Garage für unsere LKWs, für schön getunte LKWs. Mal gucken, was man mittlerweile so aus der Mod alles rausholen kann, weil ich habe in die Mod noch nicht wirklich reingeguckt. Also ich habe mal so spartanisch ein paar Sachen durchgeklickt. Da war völlig viele Sachen drin, bei den Scheinwerfern zum Beispiel vorne, Milliarden von Modellen. Aber so ganz, also ich habe mir noch nicht alles durchgeguckt. Von daher würde mich das mal interessieren. Das ist, wie gesagt, einfach mal eine Garage, nur für uns. Müssen wir auch nicht groß ausbauen, reicht für drei LKWs. Dann holen wir uns einfach mal so drei Kenworth 900, die wir so in verschiedenen Ausführungen tunen. Weiß nicht, einen mit vier Achsen und keine Ahnung. Ja, also verschiedene. So ein bisschen rumexperimentieren. Gut, die 600.000, die wir dafür haben, würden gerade mal für einen einzigen LKW reichen wahrscheinlich. Ja, müssen wir noch ein bisschen sparen, aber gut. Ja, aber das wäre so tatsächlich eine Idee, die ich so hätte, die man machen könnte. Aber wie gesagt, wir können jetzt halt immer weiter neue Mitarbeiter einstellen, neue LKWs für die kaufen, die hat Rivers den Antwort im Kreis, weil, wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile im Late Game, also mehr passiert da nicht mehr. So, das heißt, im Late Game kann man wirklich anfangen, aufs Design zu gehen, auf schickimicki Sachen zu achten, ja, sich mal wohlfühlen zu lassen. Und genau das gucken wir mal, ob wir das mal nächste Folge mal machen, in den nächsten 16 Folgen denn, oder zumindest ab der nächsten Folge halt. Jo. Von daher, bis dann.